Sendung. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die No-Fly-List, also um ein lebenslanges Verbot, weil man eine Maske zum Beispiel nicht getragen hat oder die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen durchbeleidigt hat oder irgendetwas in dieser Richtung. Wir wollen heute in dieser Ausgabe das mal diskutieren, ob das eine Lösung ist für Deutschland, ob es in Deutschland oder in Europa überhaupt so etwas gibt. Und last but not least, wie immer an dieser Stelle, das Intro. Ja, das Intro war heute etwas langsam von dem Herrn Hoffmeister angekündigt. Aber jetzt wisst ihr auch, wer da ist. Auf genau, der einen Seite natürlich ja. Der Hoffmeister. Und auf der anderen Seite der Kosten. Und ihr seid hier beim gepflegten Vielflieger-Talk. Ich hatte das gestern vergessen, es tut mir leid, ich versuche das zu geloben. Aber ich habe es da auf jeden Fall auf Kette mit Abonnieren, also den Abonnierbefehl. Dann die Glocke, das ist wieder für den Hoffmeister. Und dann natürlich diesen Beitrag liken, alle anderen Beiträge liken und unten kommentieren. Ganz, ganz wichtig. Das ist, was wir von euch erwarten. Wir sind da dankbar und wir merken auch, dass die Zahlen hochgehen. Also irgendetwas machen wir zumindest nicht falsch. Oder? Wir schocken die Leute nicht genug. Ja. Aber, ja. 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 Genau. Also auf jeden Fall, lasst uns da mal das Thema beleuchten von heute. Ich habe das auf amerikanischen Webseiten gelesen. Ich habe das auch mal bei Fragen bei uns irgendwann mal gehabt. Und da ging es darum, was passiert mit Leuten, die sich nicht wirklich benehmen auf Flügen. Und in den USA wird jetzt eine gemeinsame No-Fly-List besprochen. Es gibt eine No-Fly-List mehr oder weniger auch bei der Starlines oder auch bei der Lufthansa. Die werden sehr, sehr stark abgewogen, wann man das ausspricht. Aber in Amerika ist es ja anscheinend jetzt so üblich, dass jeder, der die Maske nicht über die Nase zieht, ich kenne jeden Fall nicht einzeln, aber auch bei Kindern angeblich soll es ja gewesen sein, die unter 3 Jahre sind, die auch von der Maskenpflicht befreit sind, die Masken schlecht tragen. Mario hat ja mehr Erfahrung mit Kindern als ich. Und da sind ganz Familien von Bord geschmissen worden. Und die sollen dann ein Flugverbot kriegen, lebenslang. Wie soll das denn funktionieren, Mario? Also da brauchen wir Erleuchtung. Tja, das, die würde ich gerne geben. Ich bin nur kein Jurist, vor allen Dingen kenne ich mich mit amerikanischem Recht nicht aus. Aber so rein aus moralischer Sicht halte ich es natürlich für etwas überzogen, dass die Maske aufgezogen werden soll und muss. Das steht völlig außer Frage. Und dass man Menschen, die meinen, sie müssten das nicht tun, dass man die, bevor der Flug losgeht, schon wieder von Bord bringt, das ist meines Erachtens auch völlig in Ordnung. Wenn sie das während des Fluges nicht tun, dann kann man natürlich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass die, weiß ich nicht, bei der Fluggesellschaft gesperrt werden für einen gewissen Zeitraum, temporär. Aber wegen einer Maske jetzt ein lebenslanges Flugverbot, das halte ich persönlich schon für ziemlich problematisch. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa oder auch mit deutschem Recht vereinbar wäre. Muss man sehen. Aber die Amerikaner sind ja immer, wie du weißt, sehr rigoros in den Dingen, die sie tun. Müssen wir mal abwarten. Die andere Sache, auf die du ja wahrscheinlich jetzt nochmal zu sprechen kommst, mit den Beleidigungen von den Flugbegleitern, ist schon wieder eine andere Sache. Das ist in meinen Augen natürlich eine andere Sache, aber die Frage ist halt, wie ist das mit der Nachweispflicht? Wie ist es in der Situation jetzt? Also im Moment ist es ja so, man bekommt von der Lufthansa, da gibt es einen Prozess, da wird ganz klipp und klar gesagt, sie sind jetzt bla 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 und dann wird vom Konzern auch entschieden. Bei Emirates weiß ich es von meiner Frau, da hat der Kunde ein Papier bekommen, das musste er unterschreiben, wo ganz klar drin steht, dass er mehrfach verwarnt worden ist und so weiter und von damit auch auf der No-Fly-List ist. In den USA ist es halt so, da ist es halt pro Fluggesellschaft. Und bei der Lufthansa, um das noch zu Ende zu führen, wenn jemand wirklich was ganz Schlimmes getan hat, dann geht er auch auf die Starlines-Banning-List. Also das heißt, wenn da die Leute von der Starlines tagen, da gibt es eine Runde, wo man halt Leute hat, die man
ich will nicht sagen, auf dem Kieker hat. Aber das ist genau das Problem, was in den USA ja ist, dass man ja auch hört, dass einige Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen auf einer Art Power-Trip sind, wie das so schön im Englischen heißt. Und von der Delta geht halt die Initiative aus, dass wenn man bei Delta gebannt ist, dass man die auch auf United bannt, auf Frontier, auf allen Fluggesellschaften. Ja. Und die haben halt auch Zahlen genannt. Wir haben mehr als 1.600 Leute auf unserer No-Fly-List und von dieser No-Fly-List haben wir nochmal 600 Leute aus den 1.600 an die FAA gemeldet. Und zwar gibt es da ein Programm, also das ist die Behörde der Amerikaner für Luftfahrt. Und da gibt es dieses Programm Special Emphasis Enforcement Program, was nichts anderes ist als ein, ja, ich weiß nicht, also so eine Maskenkontrollveranstaltung, weil das ja mittlerweile nationales Recht da ist. Ja. Und mit der Maske ist es relativ eindeutig, wobei es da ja auch zweifelhafte Fälle gibt, weil was machst du, wenn du schläfst, wenn die Maske runterrutscht, wenn du ein Kleinkind hast, wie ich eben sagte. Aber bei der Beleidigung, was ist eine Beleidigung? Und vor allem, wie ist das, wenn du in der Galley bist und sagst, hey, der aus 3A, das ist ein Arsch, der hat mich gerade beleidigt. Ja, schreibe ich sofort und ich sage, dass das richtig war, obwohl man nicht dabei war. Also da muss es zumindest eine Möglichkeit des Appeals geben, also des Einspruchs und der, wie heißt das nochmal, eines Anhörungsverfahrens? Widerspruchs. Ja, Widerspruch, genau. Anhörungsverfahrens. Ja, genau. Ja, halt find ich auch relativ problematisch, denn aufgrund einer Behauptung nur jemanden auszusperren oder zu bannen und auf eine Blacklist oder No-Fly-List zu bringen, finde ich dann doch schon etwas, nun ja, schwierig. Aber wir kennen ja die Fälle in den USA, wie rüde dort zum Teil ja auch mit Fluggästen umgegangen wird. Was ja auch schon gerade das Beispiel United genannt, war das im letzten oder vorletzten Jahr mit dem Arzt, den man da wieder aus dem Flugzeug rausgezerrt hat. Also keine Ahnung. Also man hat ja manchmal das Gefühl, die amerikanischen Fluggesellschaften halten ihre Passagiere für eine lebendige und selbst entladene Gepäckstücke. Also schwierig. Und natürlich kann man sich im Flugzeug nicht benehmen wie die wilde Wutz. Das steht völlig außer Frage. Und ich habe das ja ab und an ja in Flügen oder bei Flügen und du sicherlich auch erlebt, dass einige Passagiere da über die Stränge schlagen. Und da muss es auch natürlich Maßnahmen geben, damit diese Leute vom Fliegen zumindest temporär ausgeschlossen werden. Aber weiß ich nicht, eine lebenslange No-Fly-List, da stelle ich mir eher so Terroristen oder dergleichen vor und nicht jemand, dessen Maske unter die Nase gerutscht ist oder dergleichen mehr. Also ich finde, die Verhältnismäßigkeit passt da nicht so ganz. Aber mich würde interessieren, was hier unsere Zuschauer davon halten, denn da kann ja theoretisch jeder mal von betroffen sein. Ja, das heißt also, wenn die Flugbegleiterinnen oder Flugbegleiter einen schlechten Tag haben oder irgendwas, dann ist halt die Toleranzgrenze sehr niedrig. Und ich hatte das auch mal, dass ich mit einer Flugbegleiterin in dem Fall es war eine verbale Geschichte. Und der einzige Vorteil, den ich zu dem Zeitpunkt hatte, war, dass ich Hornzirkel war und auch relativ resolut in meiner Meinung bin. Was war passiert? Und zwar bin ich nach hinten ins Flugzeug gegangen, weil ich in Economy Class von Dubai nach Frankfurt geflogen bin, um mir die Beine zu vertreten und stand dann vor der Toilette. Und da meinte die Flugbegleiterin, ich dürfte da nicht stehen aus Sicherheitsgründen. Und dann habe ich mich umgedreht und wollte auch schon gehen, habe aber nur gesagt, aus Sicherheitsgründen, das ist ja lustig. Da sagte sie so, aus Sicherheitsgründen. Da habe ich gesagt, ja, hier, aber die Sauerstoffmasken hast du hier 10 Stück und da hast du die. Also insofern, das mit der Sicherheit ist ja nicht so, weil ich nämlich auch schon gesehen habe, die wollten essen. Das heißt also, die gute deutsche Pause machen. Wenn man dann höflich einfach gesagt hätte, könnten Sie bitte wieder nach vorne gehen, wir würden gerne jetzt essen, dann wäre das auch okay gewesen. Und obwohl ich schon am Gehen war, hat sie mich dann von hinten noch gedrückt und angefasst. Und das ist eher eine Grenze, die meinen Augen halt einfach nicht geht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, anfassen ist nicht. Und dann hat sie noch was drauf gesagt und habe ich gesagt, da müssen wir jetzt, glaube ich, mal eskalieren, müssen wir mit der PZO nochmal sprechen, also mit der Dame, die zwei Streifen hat, also der Purserin, die am höchsten da ist, um das Ganze nochmal zu thematisieren, weil so kann man mit Kunden nicht umgehen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich Horncircle war oder bin oder nicht oder Senator oder was auch immer, sonst geht grundsätzlich drum.
Und diese Art und Weise geht halt nicht. Und was wäre passiert, wenn Das sie die ist so. Möglichkeit hätte zu sagen, der Lars ist unruly, wir setzen ihn auf eine No-Fly-List? Und Ja. eigentlich war es, wenn man ehrlich ist, ein Non-Event. Es war, weil ich war Absolut. ja nicht unruly, ich bin ja weggegangen. Also ich war ja im, ich stand vor dem Vorhang, als sie mich angefasst hat. Also das sind natürlich so Dinge eben, und das macht die Sache ja relativ problematisch. Du bist dann auf Gedeih und Verderb sozusagen dem Urteil des jeweiligen Flugbegleiters oder Flugbegleiterin ja, anhängig. Und das halte ich tatsächlich für doch recht schwierig. Und Ja, spannend wäre, wenn von unseren Juristen, die uns zuschauen, ich weiß ja auch, dass unser Matthias auch ab und zu mal schaut, schreibt mal unten rein, was du juristisch davon hältst und inwieweit sowas durchsetzbar ist, dass man zum Beispiel, nehmen wir den Fall einfach in Deutschland oder Europa, dass alle europäischen Fluggesellschaften sagen, egal wo du auf die Liste gesetzt wirst, wirst du ein Leben lang geblacklistet und gebannt, inwieweit das monopolistisch überhaupt möglich ist. Also, weil dann würde es ja grundsätzlich nur noch mit dem Bus fahren. Zumal es ja, wenn es um einen Maskenverstoß geht, im Bus ja auch eine Maskenpflicht ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. ja. Oder bei der Bahn. Gilt das dann auch dafür? Ist man dann quasi da nicht mehr Herr im eigenen Land? In China ist das ja so. Das heißt also, wenn man da diese soziale Kontrolle nicht besteht, weil man irgendwelche Dinge tut, dann darf man nicht aus China ausreisen. Da kriegst du einen Travel Ban im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, es macht Sinn, aber lebenslang, weil man einmal dumm war, schwierig. Ja, wir wollen uns ja auch wohl nicht mit China vergleichen. Ich hoffe, dass wir da ein paar demokratische Instanzen haben, die das oder die so etwas verhindern. Aber wie gesagt, es ist schon schwierig. Natürlich haben die Fluggesellschaften ja auch eine Art Hausrecht. Die müssen ja ohnehin niemanden mitnehmen, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, es muss auch irgendwie alles eine gewisse Verhältnismäßigkeit haben. Und die sehe ich jetzt bei einer Maske, so ärgerlich das auch sein mag, für lebenslang auch nicht wirklich zwingend. Aber nun ja, da mag man juristisch oder auch persönlich anderer Meinung sein, schreibt es einfach in die Kommentare. Also wir müssen ja in solchen Sachen immer einen Disclaimer bringen. Natürlich sind wir für die Regeln, Ja, auch für die Einhaltung. Man kann jetzt über die Maske natürlich. streiten oder nicht, aber das ist jetzt einfach so und da muss man die FFP2-Maske tragen. Ich So mag ist die das. Maske auch nicht, aber ich trage sie halt und diskutiere auch nicht lange rum, weil es bringt einfach nichts. Und gerade die Leute, die an Bord sind, oder beim Boarding wird das ja auch sehr stark schon kontrolliert, die setzen die Regeln einfach nur um. Die können ja auch nichts dafür. Nee, Aber ja. absolut nicht. Nee, also den Flugbegleitern kann man ja nur die wenigste Schuld, wenn es da überhaupt eine Schuld gibt, dran geben. Es sind gesetzliche Auflagen, genauso wie man sich bei Start und Landung anzuschnallen hat. Da wird ja auch nicht diskutiert. Das ist halt so, wie es ist. Und insofern kann es da meines Erachtens auch keine Diskussion geben, sondern die Diskussionen müssen dann halt grundsätzlich geführt werden. Aber da sind dann eher politische Diskussion als Diskussion mit einer Flugbegleiterin oder einer Fluggesellschaft, würde ich sagen. Ja, an dieser Stelle können wir ja dann auch direkt den Werbungsblock machen. Da mache ich mich auch mal direkt selber komplett ins Bild. Und zwar, wir sind ja auch Ja. bei der Vereinigung Passagier e.V. Das heißt also, die Vereinigung Passagier e.V. setzt sich ja für eure Vielfliegerrechte ein. Mario ist ja Pressesprecher. Möchtest du den Leuten nochmal kurz erklären, was die Vereinigung Passagier ist? Ja, die Vereinigung Passagier, was die ist, hast du ja im Grunde schon erklärt. Sie ist natürlich eine Interessensgruppe von ja, nicht nur Vielfliegern, sondern von im Grunde viel Reisenden oder von Reisenden im Allgemeinen. Und da wird sich nicht nur für die Rechte eingesetzt, sondern natürlich auch für die Rahmenbedingungen, die es gibt, was Sicherheit und dergleichen angeht. Gerade ein großes Thema von Lars sind ja die sogenannten, ja, wie heißt es eigentlich auf Deutsch, diese Geruchsbelästigungen, gibt's gar kein deutsches Wort für, die ja durchaus auch eine gewisse Gefahr in sich Ja, also bergen. Aerotoxic Syndrome ist ja ein Ja, Thema. Wir ja, haben ja. übrigens auch eine Anfrage bekommen, da müssen wir noch Eben. der Vereinigung, nee, UFO, glaube ich, war es, müssen wir dann noch antworten. Sorry an dieser Stelle, hab's auf dem Zettel, Mario übrigens auch. Ja, also Aerotoxic, Sitzabstände, Sicherheit am Flugzeug oder aber auch andere Themen, die
die wir regelmäßig auch besprechen in der Vereinigung Passagier. Wenn ihr die Vereinigung Passagier unterstützen wollt, vpassagier.com ist die Internetadresse. Da könnt ihr euch anmelden oder sprecht uns einfach an. Ja, was wichtig, haben wir heute? Eine ganz wichtige Sache, denn Reisen, wie gesagt, nicht nur mit dem Flugzeug, auch mit Bahn und Bus. Manchmal ist man da ja als Passagier, egal in welchem Verkehrsmittel, immer manchmal doch ja, sehr einsam, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Und da ist so eine Organisation wie V-Passagier sicherlich nicht nur zielführend, sondern auch hilfreich. Ja, vor allem seitdem die Lufthansa jetzt auch mehr auf Busverkehre setzt. Ja, genau. Kommentiert unten und unterstützt uns vor allem auch mit dem Subscriben, aber auch mit der Glocke, vor allem auch mit dem Liken, weil der Algorithmus von YouTube, der belohnt das Ganze und damit belohnt ihr uns. Insofern belohnt ihr auch euch, weil ihr damit möglich gemacht, dass wir euch mehr Content bringen können, auch wenn es bei einigen als Geschwafel rüberkommt. Aber wir mögen uns gerne hören und trinken gerne auch Gin und so weiter bei Veranstaltungen, die wir geben, nicht wahr, Mario? Absolut. Nach der Beratung hast du ja auch den besseren Gin wieder rausgekramt. Also insofern, vergiss nicht unten zu kommentieren. Danke, dass ihr bei der heutigen Sendung einfach dabei wart. Ich dachte, es ist einfach mal wichtig zu sprechen über das Thema als Fazit, dass wir uns einmal benehmen müssen an Bord, aber ja, auch, dass die andere Seite sich genauso benimmt. Aber wir sind halt in der Blechdose eine Lebensgemeinschaft auf Zeit. Ganz wichtig. So ist das. Ja, dein Bild hakt so ein bisschen, Mario. Schade, aber kein Problem. Ja, konntest du mich nicht hören. Ja, auch. Jetzt geht's wieder. Ach so, gut. Aber jetzt geht's wieder. Ja, dann lass uns einfach winken und dann sagen wir einfach Winke, Winke.